Geh doch mal nach draußen in den Garten. Hallo, ich bin Jense Christ. Hast du das auch schon mal von jemandem gehört, der gesagt hat, geh doch mal nach draußen in den Garten, mach doch mal was da im Garten. Und ich bin jetzt hier draußen in den Garten und mach den Teich jetzt neu im Sommer. Und habe das erst von außerhalb des Teiches probiert. Und da konnte ich aber nicht über hier so ran in diese Sachen. Und dann habe ich mich jetzt entschlossen, Füße frei zu machen und in den Gartenteich, in den ehemaligen Gartenteich zu gehen, weil der neu gemacht werden muss. Also ich mache jetzt hier den Gartenteich neu. Da hinten habe ich dann jetzt hier Ameisen schon wieder gefunden, die hier um den Gartenteich rumwohnen, beziehungsweise immer weiterziehen, immer wenn ich die wieder störe. Also die sind schon an verschiedenen Stellen gewesen und jetzt sind sie dann anscheinend da in die Ecke gegangen, weil ich dann da eben versucht habe, die Ecke wegzumachen. Da kamen die dann alle raus. Ja, und dieser Teich hier wird neu gemacht. Also der war völlig verlandet und jetzt wird er dann halt komplett neu gemacht. Und vielleicht musst du in deinem Leben ja auch mal etwas neu machen, was verlandet ist oder was nicht mehr so ist. Und dann pack das doch mal an. Und ja, ändere das dann da. Eigentlich war das, was ich dir bei diesem Let's Walk, was einfach nur nach draußen in unseren Garten gegangen ist, sagen wollte. Vielleicht gibt es ja irgendetwas in deinem Leben, was du neu machen sollst, was du ändern sollst. Und dann pack das doch mal an und ändere das. Und zum Abschluss möchte ich dann jetzt noch beten und danach gehe ich vielleicht noch mit euch, mit der Kamera, durch unseren Garten und zeige euch ein bisschen von unserem Garten, wenn ihr das wollt. Aber danach könnt ihr eventuell auch abschalten, wenn ihr das nicht wollt. Ja, lieber Gott, du siehst, wo vielleicht was in unserem Leben verlandet ist und wo wir da etwas neu machen müssen und wo wir etwas Neues anpacken müssen. Du siehst, dass wir es nicht immer wollen. Aber ich möchte dich bitten, sei doch dabei und helf uns, dass wir das schaffen, was wir neu anpacken müssen und dass wir es dann auch machen. Amen. Ja. Ja. Also bei den Blumen hier, die hier da oben noch so ein bisschen sind, die Klommen kommen dann gleich weg und da fliegen dann hier allerlei Tiere herum, auch noch, die mich besuchen. Oder die Ameisen, die da unten sind. Sollen wir die nochmal ärgern? Soll ich die euch nochmal zeigen, die Ameisen? Ich muss da eigentlich nur hier ein bisschen rütteln an diesem vorsichtig, weil ich ja nicht will, dass die mich dann halt also aufpassen. Mal gucken, wie ich das dann mache. Ob man die dann gleich sehen kann. Oder ob sie schon weitergegangen sind. Mit einer Hand geht das schlecht. Naja, auf jeden Fall. Da kann man eine Krabbeln sehen. Da irgendwo. Ja. Da so sind jetzt. Vielleicht seht ihr welche. Vielleicht fühle ich mich einfach mal. Die Ameisen gleich. Dann soll ich da noch ein bisschen rütteln. Dann nehme ich zwei Hände und da bringt eine Ameise eine andere tote Ameise weg. Weil da unten ist noch Wasser. Wenn man das so sehen kann. Ja. Ameisen sind überhaupt faszinierende Tiere. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, es gibt die größte Kolonie an Lebewesen, das sind Ameisen. Da gibt es in Wald in den USA oder so Ameisen, die über mehrere Ameisenhaufen verteilt einen Staat eigentlich so bilden oder eine Lebensgemeinschaft. Und die Ameisen, die fühlen sich nicht einem bestimmten Haufen zugehörig,
sondern die haben eine Kommunikation und sagen dann halt, hier in diesen Haufen werden dann halt Arbeiter gebraucht oder hier wird eine Königin gebraucht. Das machen die über Duftstoffe oder so. Und dann gehen dann da einige Ameisen hin und helfen dann da. Also, und das sind über mehrere Kilometer hinweg verteilt dann halt die Ameisenhaufen. Das ist so die größte Kolonie von Tieren, die es so überhaupt gibt. Die Ameisen, die da über mehrere Haufen hinweg verteilt sind. Und die bauen dann einige Haufen, die sind einfach nur zur Rast dann da. Oder einige Futterhaufen oder einige Bruthaufen oder so. Also haben auch unterschiedliche Bedeutungen, die Ameisenhaufen dann da. Das ist interessant. Und es ist sogar so, dass Ameisen teilweise auf irgendwelchen Kontinentalplatten dann da irgendwie so Verschiebungen oder so gerne ihre Haufen bilden. Also bei Vulkanen kann man das teilweise sehen, wo Ameisenhaufen sind, wo es dann besondere Aktivitäten gibt. Also wo eventuell Vulkane oder so sein können. Ja, Ameisen sind schon faszinierende Tiere. Noch. Wollt ihr noch etwas aus meinem Garten oder unseren Garten sehen? Mal gucken, ob ich das hier kann noch. Ja, Rosen. Rotrosen. Also, ihr könnt die Zeit natürlich abschalten, wenn ihr es nicht sehen wollt. Ne? Das Wichtigste ist ja schon gesagt worden. Johannisbeeren, Johannisbeeren. Die mag ich eigentlich sehr gerne. Dieses Jahr kann man hier sehen, irgendwie sind da auch welche abgegangen hier. Und das sind jetzt keine Vögel gewesen, sondern Hagel. Also bei uns war starker Hagel, der hat die dann alle runtergeholt. Ja. Schmecken trotzdem noch ganz gut. Ich mag die. Und kann euch jetzt hier was auch voressen. Wie gesagt, das wahrscheinlich wollte ich, will ich auch. Ein bisschen sauer. Aber macht ja lustig, ne? Yeah. Mm. Aber mit einer Hand filmen und einer Hand essen geht das nicht so, weil man die ja abmachen muss. Ich glaube, ich esse jetzt hier noch ein paar. Ob ich da nochmal die Kamera anmache? Mal gucken. Mit diesen Löwenzahn will ich euch dann verabschieden. Und so wie Peter Lustig immer sagt, solltet ihr dann jetzt abschalten und mal nach draußen gehen in den Garten. Viel Spaß dabei.